Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe Leute, hier bei Plug Inc. Evolve. Mein Name ist Luzi und ich präsentiere euch hier erstmal so ein komisches Spiel, was ich mal schon länger entdeckt habe. Und zwar geht es darum, da gibt es halt so einen bösen Wissenschaftler, ne, der halt Viren entwickelt, um die gesamte Menschheit quasi auszulöschen. Und ja, es geht darum halt, sein Bakterium, sein Virus so weit zu verbreiten, dass halt alle Menschen angesteckt werden, um dann die nötigen Krankheiten quasi auszulösen. Aber wir schauen uns das Ganze natürlich an. Und wir spielen heute mal als Bakterie. Würde ich sagen, so als Anfang. Ich meine, das muss man eher alles noch freischalten. Affengrippe habe ich schon irgendwie freigeschaltet. Aber gut. Wir können hier noch einzelne Gene, so quasi aktivieren, was uns dann hilft. Verringert die Mutationschance und so, ja, das ist alles quasi, das sind alles quasi so Bonis, die man einstellen kann noch. Aber dazu irgendwann später mehr. Ja, würde sagen, wir legen los. Das Ganze machen wir erstmal auf einfach, um reinzukommen. Und, wir nennen unsere Bakterie natürlich, oder die Krankheit, oder keine Ahnung, natürlich Lution, ja. Willkommen bei Plug Inc. Deine Wahl, Bakterie. Um zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln und dich auf der Welt ausbreiten. Lösche die Menschheit mit der ultimativen Seuche aus. So, wir dürfen jetzt ein Startgebiet wählen. Wir sollten eher was wählen, was so... Ja, was halt... Ups, das wollte ich jetzt nicht nehmen. Was halt ein bisschen mehr Bevölkerung hat, ein bisschen so eine Stadt ist und auch da, wo halt die Medikamente nicht so gut anschlagen würden. Ja, Lution hat den ersten Menschen infiziert, Status schwach und an hohe Temperaturen gewöhnt. Mit DNS-Punkten weiterentwickeln, um mehr Menschen zu infizieren. Alles klar, jetzt bekommen wir hier so einzelne Punkte. Wo haben wir denn hier? Sudan, ne? Einen Infizierten. Berühre die DNS-Blasen, das sind halt so Punkte, die wir hier unten bekommen. Und damit können wir unsere Bakterie quasi auch weiterentwickeln, ja. Zum Beispiel können wir jetzt... Wie viele Punkte haben wir denn jetzt? Na gut, wir haben momentan noch zu wenig Punkte. Darum warte ich noch kurz, bevor ich das hier erkläre. War im Generell eigentlich ein Phone-Spiel, also ein Phone-Game... Ist aber jetzt seit längerem schon bei Steam erhältlich, Leute. Könnt ihr euch mal holen. Es ist auf jeden Fall ein Suchtfaktor da. Also, wenn man das mal spielt, dann schon ein bisschen länger. Lution beginnt sich auszubreiten. Na, super gut. 14 Stück haben wir schon hier. Und das geht jetzt rasant schnell da erstmal voran. Da oben sehen wir übrigens das Datum, was man die Maus sieht, oben rechts. Soviel ich weiß, kann man das sogar noch schneller stellen. Ja, kann man. Okay, alles klar. Gut, können wir denn schon mal was hier weiterentwickeln? Zum Beispiel hier. Die Krankheit über Luft übertragen. Über die Luft oder über Vögel. Da unten sehen wir die... Ne? Also was es bringt. Und ich würde sagen, Luft bringt am meisten. Daher machen wir erstmal Luft. Lution wurde erfolgreich weiterentwickelt. Ja, wunderbar. Ja, ab und zu kommen auch noch so Tipps reingeflattert. Die kann man natürlich lesen und so, aber muss man jetzt nicht unbedingt. Wir können ja auch die Länder anklicken, wie schon da erwähnt, und uns ein bisschen schlau machen, was dann so los ist. Gut. Lution infiziert Hunderte. Ja, wunderbar. Weiter so. Wir wollen doch die Weltherrschaft für uns ganz alleine haben. Als letzter Mensch. Ob das so geil ist? Das steht in den Sternen. So, Mücken. Also Insekten. Das ist nix. Wasser bringt auch noch viel. Luft Level 2 natürlich auch. Aber ich würde sagen, wir nehmen erstmal diese Insekten. Und haben noch 10 DNS-Punkte über. Symptome würde ich nicht entwickeln, denn so
fällt es halt auf, dass da was im Umlauf ist und es wird ein Medikament dann erstellt. Lass uns alles noch ein bisschen hier verborgen bleiben. Erregend wirkt Resistenz gegen kalte Temperaturen. Das können wir doch mal machen hier. Mission erreicht Libyen. Ja, wunderbar. Guten Tag, guten Morgen. Weltweit haben wir schon 3000 Infizierte und das steigt jetzt rasant schnell, liebe Leute. Gestorben ist noch keiner. Lucion infiziert Tausende. Die Menschen erkranken schneller. Ja, das ist wahr. Umso mehr krank sind, umso schnell werden sie dann auch, ne? Also umso schneller wird halt dann die ganze Welt auch krank. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin ein bisschen durch. Hab einen langen Tag hinter mir. Lucion infiziert weitere Länder. Ja, wunderbar. Schon 100.000 haben wir. Jetzt geht's aber mega schnell einfach. Ach so, wir haben noch Punkte zum Entwickeln. Erreger wird resistent gegenüber Antibiotika der Klasse 1 und 2. Bam. Hätten wir schon mal ein bisschen vorgesorgt hier. Ja, ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Spiel haltet. Ich finde es irgendwie... Irgendwie macht Spaß, es hat einen Suchtfaktor. Aber ist es auch nichts. Ja, wie soll ich sagen? Also, ist es nichts Weltbewegendes hier irgendwie? So von der Grafik und so weiter, ihr wisst schon, was ich meine. Ansteckender als Tuberkulose. Hammer. Auch ein bisschen grenzwertig, das Spiel, muss man sagen, aber gut, es ist ja nur ein Spiel. Sehen wir es mal nicht so ernst. So, 30 Millionen sind mittlerweile infiziert. Sudan wahrscheinlich fast komplett, wie man hier sehen kann am Balken. Ja, das wissen wir ja schon, das müssen wir nicht normal lesen. Jetzt kommen die Punkte aber rein hier. Das Schiff hier ist auch infiziert und geht rüber. Hammer, nice. Apropos Schiff. Erreger überlebt in sauberen, warmen Wasser, erhöht Ansteckungsgefahr in feuchten Gebieten sowie Betragungen auf Schiffen. Bam. Ja gut, da kommen auch Meldungen in Englisch mal rein. Das ist ein bisschen verbuggt irgendwie oder noch nicht übersetzt, was auch immer. Ja, das wissen wir ja, die Daten, die können wir... Grönland wird schwer zu infizieren, ne? Da müssen wir noch eine Resistenz gegen Kälte haben, noch eine stärkere, glaub. Da habe ich am meisten Mühe, da hinzukommen, irgendwie. Und naja. Mal gucken hier. Macht mal schneller. Was ist denn los da? England hat es auch schon erwischt hier. Aber sonst ist Europa noch recht verschont worden hier. Kann man nichts sagen. Ja, wunderbar hier. Gib mir mehr Punkte. Da schön die infizierten Schiffe rüber in die USA. So wie es sich gehört. So, was haben wir noch? Vögel, ganz geil. Jetzt geht's noch schneller. Ja, oh, jetzt geht's. Oh shit, ich komme gar nicht mehr hinterher. Wow, 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 ganz langsam hier. Wir können im Notfall auch ein bisschen vorspulen. Ansteckender als HIV. Oh shit. Schon krass, ne? Okay, wir haben ein es ist quasi mutiert. Anämie. Das müssen wir kurz verlernen, sonst fällt das zu schnell auf. Hier. Zurückentwickeln, ja. Wir müssen unentdeckt bleiben, damit wir das überhaupt so weit schaffen, dass wir die Menschheit quasi ausrotten können. Oh Gott, jetzt geht's ab hier. Mach mal ruhig hier. Komm gar nicht mehr hinterher. Medikament. Was ist das hier nochmal? Ja, das ist nicht so. Das hier auf jeden Fall. Übertragung können wir filmen. Wie gesagt, noch hier. Viehbestand anfällig gegenüber Infektionen erhöht Ansteckungsgefahr. Vor allem in ländlichen Gebieten sowie Mutationen. Ich beginne normalerweise immer hier irgendwo. So in den Gebieten.
Aber habe jetzt halt auch mal Sudan, kann man auch mal machen. Ist mal was Neues. Ups, 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 stopp, stopp, stopp. Was habe ich jetzt gedrückt? Uiuiui. Ganz euphorisch hier rumgeklickt und auf einmal war ich im Menü drin oder so. So, Russland hat es mittlerweile auch schon erwischt. Geht gut, gut voran, würde ich sagen. Wir können ja noch über die Ratten. In urbanen Regionen sowie Mutationen. Alles klar. Jetzt geht's los hier. Wir sollten sonst noch was gegen die Kälte machen, damit da nach Grönland und Russland ein bisschen weiter vorgehen können. Weil in Russland ist ja auch immer sehr kühl. Ja, was heißt kühl, ist noch untertrieben. Es ist arschkalt da hinten. Ja, muss man mal sagen hier, aber gut. Also wir haben noch ein paar Punkte. Wir könnten theoretisch Frostbrand erhöht, Wirksamkeit in kalten Klimazonen. Das können wir auch mal machen hier, in heißen Zonen. Habe ich ganz vergessen. Oh, scheiße. Es hat ein Symptom, doch, so ein Symptom entwickelt. Zack. Können wir ein bisschen vorspulen hier. Nicht, dass der Part irgendwie zu lange wird. Ansteckender als die gewöhnliche Grippe. Oh. Das hat ja schon was zu bedeuten hier. Hier, wie die ganze Seuche einfach hin und her geschickt wird, ey. Das ist einfach abartig. Grönland hat noch nichts abbekommen hier. Mist. Jetzt hat es aber auch langsam mal Europa mal gut erwischt hier. Schlafstörung. Oh, scheiße. Okay, stopp, stopp, stopp. Das ist alles. Bevor sie es merken, zurückentwickeln. Wir haben 80 Punkte, by the way. Wir könnten mal hier noch das hier. Und dann Reger wird resistent gegenüber Antibiotika. Klasse 3 und 4. Das passt erstmal. Dann können wir noch für die Übertragung sorgen, dass hier die Vögel ein bisschen mehr machen. Es muss schneller gehen hier. Das geht mir ein bisschen zu langsam. Ja, mal hier Plug-in Evolved mal hier als Übergangslösung für meinen Kanal, da im Moment ja nichts kommt. Wegen leider Relife und so, ja. Zysten, das sind wirklich Zysten. Machen wir das mal kurz weg hier. Zysten. Halt mal hier vielleicht ein bisschen ein paar Parts raushauen hier für Plug-in. Könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Was ihr von diesem Spiel haltet, habe ich glaube am Anfang schon gesagt, aber ne, nur mal so, nicht vergessen, Leute. Ich finde, es macht ganz Spaß. Könnt ihr mal bei Steam abchecken? Mal fürs Zwischendurch oder so. Macht schon Laune irgendwie. Auch wenn es grenzwertig ist. So, wir sollten ein bisschen sparsam bleiben jetzt. Wir müssen ja noch Krankheiten und so langsam entwickeln. Kann man das jetzt machen? Ich weiß es gerade nicht. Wir haben schon fast alle angesteckt. Können wir drin lassen, glaube ich, oder? Langsam. Lucion, Weiterentwicklung, um zu töten. Lucion hat einen Großteil der Welt infiziert. Um Menschen zu töten, musst du tödliche, fortgeschrittene Symptome mithilfe von DNS-Punkten weiterentwickeln. Neue unscheinbare Krankheit breitet sich aus. Während einer Untersuchung fand ein Arzt in Algerien eine neue Krankheit namens Lucion. Sie scheint harmlos, muss aber untersucht werden. Sie tritt auch anderswo auf der ganzen Welt, mein Lieber. Denn die ganze Menschheit ist bald angesteckt. Grönland ist auch jetzt langsam mal dabei hier. Ägypten startet Arbeit an Heilmitteln. So, jetzt geht's nämlich los. Jetzt haben wir die Scheiße hier am Dampfen. Rückgang der schmerzhafte Knoten. Chance auf Infektion durch Verbreitung von Erregern. Ist ja alles gleich. Ah, das ist am härtesten hier unten anscheinend. Oh, das aber auch hier, ey. Also ich würde sagen, machen wir das hier. Taschen aus infiziertem Fleisch und schmerzhaften und dienen als Nährboden für den Erreger. Erreger stört Zellwachstumswege, verursacht unkontrolliertes und letztlich tödliches Wachstum von Tumoren, Alter. Das hört sich bitter an.
Arterielle Membrane lösen sich auf, was zu raschen internen Blutungen und schließlich zum Tod führt. Gut. Also was heißt gut? Ne, ist natürlich scheiße, aber... Erster Todesfall durch Luzon in Zentraleuropa bestätigt. Pech oder der Anfang von etwas Schrecklichem? Ja, was auch schrecklich ist, ist mein Sprachzentrum heute. Denn wie gesagt, ich hatte einen langen Tag hinter mir und da ist die Konzentration immer ein bisschen im Eimer. Indonesien schließt Flughäfen, dafür ist es zu spät. Es sind schon 1 Million Menschen gestorben. Luzon hat das Übelkeitssymptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Wunderbar. Dankeschön. So. Jetzt ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Forscher unten rechts, seht ihr schon, entwickeln ein Gegenmittel. Alle sind angesteckt. Und, bekämpfe die Heilung. Ja, das wissen wir. Ja, das wird noch ein Wettlauf gegen die Zeit hier. Und umso mehr Leute halt sterben, umso langsamer geht halt auch die Forschung voran. Ist ja irgendwo logisch. Wenn es auch mal ein Forscher oder so erwischt, ja. Mehr Tote als durch spanische Grippe. Bitter, bitter, bitter. Können wir denn noch was forschen hier, was Kleines? Nee, ne. Forscher auf der ganzen Welt und konzentrieren sich ganz auf die Entwicklung eines Heilmittels für Luzon. Alles klar. Versucht euer Glück. Ich hoffe, das entwickelt sich noch weiter. Ich bekomme nämlich keine Punkte mehr. Sonst könnte es sein, dass wir verkacken. Ich glaube, das tun wir bereits. Ein bisschen aus der Übung, das ist mein erstes Spiel seit Monaten hier mal wieder. Jawohl, Hustensymptom entwickelt. Weiter so. Das muss schneller gehen. Ich brauche noch was Tödliches, es geht mir zu langsam. Mehr Tote als durch Pocken. Puh, heftig. Das wird sehr knapp. Schaffen wir, schreibt es in die Kommentare jetzt. Gott. Ja, können wir gebrauchen, können wir es entwickeln bitte? Ja, können wir, gut, also. Erhöhte Ansteckungsgefahr. Das Immunsystem produziert Hemmstoffe. Wieso nicht? Komm. Rätsel bei Olympischen Spielen in London. Die Verschiebung. Ach so, die wollen das verschieben. Ja, logisch. Ich meine, 50% ist das Heilmittel fertig. Oh, scheiße. Wir haben uns ein bisschen übernommen hier. Deutschland beginnt zu zerfallen. Oh, krass. Also nur einen Punkt gegeben. Mist. Luzon auf Beobachtungsliste gesetzt. Okay. Deutschland ist heilmittelführend? What? Das reduziert irgendwie die Forschungsgeschwindigkeit, wenn man das hier mal anklickt. Okay, jetzt passiert aber leider nichts mehr. Mist, wir können das auch vorspulen jetzt. Paranoia, okay, gut. Es entwickelt sich weiter. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Ja, wir wissen es. Was? Genumbildung verlangsamt Heilung. Okay. Sieht aber nicht so... Doch, es ist sehr langsam. Gut. Jawohl. Langsam ist er relativ hier. Nee, das schaffen die Forscher leider. Mist. Müssen wir nächstes Mal anders rangehen? Müssen wir nächstes Mal auf jeden Fall anders rangehen? Schade. Kann man nichts machen. Da waren die Forscher uns einen Schritt voraus. Das Heilmittel ist bereit und wird wahrscheinlich jetzt allen verteilt. Da geht die Infizierung auch schon zurück. Ja. Luzon wird ausgerottet. Schade. Vielleicht beim nächsten Mal, Leute.
Niederlage, Lucian ist ausgerottet worden. Hier können wir das natürlich alles im Schnelldurchlauf nochmal angucken. Ich weiß auf jeden Fall, was ich nächstes Mal besser machen werde. Und zwar einfach ein bisschen die Punkte sparen. Gut, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefällt, nö, wisst ihr Bescheid. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Und ja, macht's gut. Euer Lucian.